Vielen Dank für die Einladung hierhin nach Basel zum Freidenken für ein Stündchen hier. Ich freue mich sehr, hier zu sein, es gefunden zu haben. Es ist ein bisschen hochgestochen, jetzt Neuropsychologie des magischen Denkens. Neuro, ist nicht so viel Neuro dran. Ich würde ein bisschen bescheidener vielleicht sagen, es geht um die kognitiven Grundlagen, eben wie schon einleitend gesagt wurde, des Glaubens ans Paranormale, magisches Denken, Glauben an Außersinnliches oder Übersinnliches, Paranormales. Ich tue das so ein bisschen synonym mehr oder weniger brauchen. Trotzdem vielleicht ein einleitender Gedanke wert, dass dieses Neuro, wieso sollten wir überhaupt glauben, dass Glaube mit dem Gehirn zu tun haben könnte. Oder? Wenn selbst das Denken frei ist, das müssen Sie als Freidenkende zumindest annehmen, wieso soll dann der Glaube irgendetwas mit zentralen nervösen Strukturen zu tun haben? Und das jetzt einfach als Einleitung, das kommt einfach ein bisschen darauf an, wo Sie das Gehirn einordnen. Oder? Wenn Sie natürlich denken, wie, und das ist nicht zynisch gemeint, dieses Zitat hier in den 60er Jahren, ein Sozialpsychologe, es gibt keinen Grund für Psychologen unter die Schädeldecke zu gucken, weil es dort nichts von Interesse zu finden gibt, außer Gehirne. Wenn man denkt, das ist nicht so interessant, dann lässt man es halt sein. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen würden, es muss alles aufs Gehirn reduziert sein. Oder? Es gibt einen Haufen Dinge, die man ohne Neuro untersuchen kann. Aber ich komme schon ein bisschen aus den Neurowissenschaften und für mich ist das Gehirn wichtig und ich habe es eher so ein bisschen wie dieser Mailänder, also Italiener, Neurologe, Eduardo Bisiak, der 1991 gesagt hat, nichts scheint weiter entfernt von den gegenwärtigen Grenzen der Neurowissenschaften als die Regelkreise, welche der Festigung und Veränderung des menschlichen Glaubens zugrunde liegen. Und das stimmt eigentlich noch heute. Wir denken, ja gut, so Sachen wie Lesen und Schreiben, das wissen wir langsam, das hat natürlich mit dem Gehirn zu tun. Vielleicht sogar fühlen, sich verlieben, hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gehirn zu tun. Das ist vor 200 Jahren noch gar nicht selbstverständlich gewesen. Aber ich würde sagen, auch als Biologe, Glauben, Gläubigkeit oder die Glaubensbereitschaft, habe ich da jetzt mal vorsichtigerweise geschrieben, das ist eine absolut fundamentale menschliche Fähigkeit oder neutral gesprochen Eigenschaft. Und es wäre sehr erstaunlich, wenn das irgendwie von da oben her dirigiert werden. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier hinkomme und propagieren würde, es gibt ein Gottmodul. Ja, Gott sitzt in den Temporallappen und so. Es geht nicht darum, irgendwie etwas zu lokalisieren, aber eine Gehirnfunktion ist es, auch wenn sie praktisch das ganze Hirn eben involviert. So, Übersicht. Ich möchte zuerst ein bisschen ganz global über die Biologie der Gläubigkeit auch mit Ihnen diskutieren. Wir können dann aber vielleicht noch ein bisschen eine Diskussion haben. Aber es ist ganz klar, dass es als Faktum so etwas gibt wie Aberglaube beim Tier. Kennen Sie vielleicht. Dann ziemlich schnell vom Tier zum evolutiven Vorteil, den es vielleicht haben könnte, abergläubisch zu sein. Und dann, weil mir der Titel eben Neuropsychologie magischen Denkens gegeben wurde, auch so ein bisschen Neuro noch reinbringen, auch wenn es nur sehr, sehr global ist. Ich werde einfach über links und rechts sprechen. Ist auch ein bisschen Neuro, oder? So, Aberglaube bei Tieren kennen vielleicht unterdessen die meisten. Skinner, der Behaviorist, man mag denken über ihn, wie man will, aber er hat wirklich ein sehr raffiniertes Experiment gemacht und ich stelle das schnell vor. Es sind nicht die Tauben, aber die meisten, die das kennen, kennen das von den Tauben her. Aber ich meine, so ein Rattenexperiment, das er gemacht hat, das ist so meine Repräsentation eines Futternapfs. Der ist leer, die Ratte kommt und der bleibt leer, wenn sie schnell zum Futternapf hinrennt. Ja. Genau genommen, wenn sie weniger als 4 Sekunden braucht, kriegt sie nichts. Wenn aber
sie mindestens 4 Sekunden wartet, bis sie sich dorthin begibt, dann wird sie unmittelbar sofort belohnt. Ja? Und das ist eigentlich etwas, das fremd ist in der Natur. Ja? Das gibt es eigentlich nicht. Und deswegen, man wird nie für Warten belohnt im Tierreich. Und deswegen wartet die Ratte auch nicht einfach ab. Es ist selten eine Ratte, die auf die Armbanduhr guckt, 4 Sekunden, und dann geht sie hin. Oder die macht irgendetwas. Sie dreht sich um die eigene Achse, sie knabbert etwas, sie macht halt das, was eben gerade passiert, während sie dann, wenn sie belohnt wird. Und dieses, jetzt bin ich ein bisschen schnell gewesen, dieses zusätzliche Verhalten, neutral gesprochen, das hat Skinner eben Superstitious Behavior getauft, also abergläubisches Verhalten. Ja? Feldkratzen, Männchen machen, das hat man alles beobachtet. Also es ist nicht das gleiche immer Verhaltenselement, das pro Tier ist das anders, das ist ganz individuell. Ja? Und das erinnert nun eben schon an menschliche Verhaltensweisen, weil zum Beispiel in Dürreperioden, da warten Menschen nicht depressiv einfach ab, bis es dann regnet. Wir machen etwas, wir füllen die Zeit, wir tanzen, bis dann irgendwie die Belohnung in Form von Regen vom Himmel fällt. Wir nennen das dann Regentanz und glauben irgendwie dann an eine kausale, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tanzen und dem Regen. Ja? Und das hat Skinner natürlich ganz klar gesehen. Also er hat das geglaubt, dass die Ratte natürlich auch so denkt, abergläubisch denkt. Aber irgendwie beim Menschen hat das niemand so richtig empirisch untersucht, ob denn diejenigen, die eher dazu neigen, solche kausalen Schlüsse zu machen, ob die in einem im Skinnerschen Sinn eben auch eher abergläubisch sind. Und ich möchte ein Experiment, das ist uralt eigentlich, möchte ich vorstellen, was wir gemacht haben. Es war ein Computerexperiment, ich werde es nachher vorstellen. Die Versuchsperson war das kleine Mäuschen, da links unten, und die Aufgabe war dann zum Feld mit Hilfe dieser 4 Knöpfe dort, rauf, rechts, links, runter, und irgendwann musste sie auf den Käse springen, und dann hat sie den Käse entweder gekriegt oder nicht, und sie musste herausfinden, wie das ging. Also, erkläre ich nachher. Jetzt noch, das waren 40 Studenten, so ziemlich alle Fachrichtungen. Und wir haben die dann nachher, nach dem Experiment, haben wir die eingeteilt, das ist ein bisschen grob, das ist so ein Fragebogen zum magischen Denken mit 30 Items. Ich denke, ich kann die Gedanken von anderen Leuten lesen, ja oder nein, oder ich träume sehr oft von Ereignissen, die sich erst am nächsten Tag ereignen, ja, nein, es gibt dann maximal 30 Punkte, minimal 0 Punkte, und wir haben dann einfach einen Median der Skala aufgeteilt in die kaum abergläubischen und in die ganz abergläubischen. Ja, Sie sehen hier die Punktwerte. Ich werde die Daten nachher separat für diese 2 Gruppen zeigen. Jetzt aber zum Spiel. Also ich springe jetzt hier mal rauf und dann vielleicht rechts, dann rauf, wieder zurück, aber irgendwann, wie gesagt, muss ich gehen. Ja? Und jetzt, wenn ich dann wirklich drauf springe, dann kommt entweder, ja, du hast es gekriegt, und in jedem Fall, oder eben du bist tot, aber du wirst sofort wiederbelebt und darfst wieder unten anfangen. Ja? Was die Leute, 100 Mal mussten die das machen, aber es hat ihnen eben nie noch Spaß gemacht. Die wussten natürlich nicht, dass das einzige Kriterium, ob sie es kriegen oder nicht, wie beim Kindesrattenexperiment. Was immer sie machten, wenn sie mehr als 4 Sekunden brauchten, haben sie den Käse gekriegt und sonst nicht. Und was jetzt, und jetzt muss ich noch, ganz wichtig, aber ein bisschen kompliziert, kriegt einen Fragebogen nachher. Der fragte, ich glaube, das waren 13 ja, Aussagen, ob sie ausprobiert hätten, zum Beispiel eben mindestens einmal während diesem Rumspringen nach dem Feld zum Startfeld zurückzugehen.
Ja oder nein? Und dann gab es eben 12 solche, die völlig irrelevant waren, die wir aber beobachtet haben in Vorversuchen. Es gab zum Beispiel viele Leute, die hier, jetzt habe ich es nicht zu zeigen, die da den Up-Button immer wieder drückten. Obwohl nichts passiert, oder? Haben sie immer wieder aufgedrückt und haben dann gesagt, das sei nötig gewesen. Das kostet natürlich Zeit, oder? Aber es ist nicht nötig. Also, sowas kam. Und dann aber auch eine bestimmte Zeit zu warten mit dem Sprung auf das Käsefeld, also die richtige Kausalität oder Kontingenz. Und jetzt gab es diesen Fragebogen unmittelbar darauf nochmals. Hier unabhängig davon, was Sie jetzt glauben, ob Sie es probiert haben oder nicht. Und dann beim zweiten Mal die gleichen Fragen in der gleichen Reihenfolge nochmals, unabhängig davon, was Sie ausprobiert haben, was Sie jetzt denken, ja, also was Sie glauben, ob das wichtig war oder nicht. So, jetzt können Sie sich vorstellen, aus dem Verhalten, aus dem Ankreuzen, wer in A Ja sagt und Nein in B, der hat sehr viel ausprobiert, ist aber bereit, etwas, was er ausprobiert hat, irgendwie zu erkennen, dass das vielleicht doch nichts nützt. Und umgekehrt, wer Ja in B sagt und Nein in A, der glaubt eigentlich viel, ohne die Evidenz basierend auf seinem Verhalten, auf seinem Ausprobieren zu haben. Das war die Idee. Jetzt zeige ich Ihnen aber zuerst das motorische Verhalten, also das Knopfdruckverhalten. Und die gelben Linien sind jetzt immer diejenigen, die da hochmagisch sind, also höher als die zur höheren Hälfte gehören. Und was Sie hier sehen, ist auf der X-Achse, also horizontal, das sind diese 100 Trials, diese 100 Einzelversuche in Grüppchen von 20. Und Sie sehen einfach, wie erfolgreich die waren. Und das ist so wie bei den Ratten. Ich habe das gar nicht gesagt, die Ratten lernen solches Verhalten sehr, sehr schnell. Und das tun auch die menschlichen Versuchspersonen. Die kriegen den Käse also sehr rasch, immer häufiger. Und da gibt es keine Gruppenunterschiede, ja, zwischen diesen, also keine, es ist keine Funktion des magischen Glaubens. Ja. Natürlich, das ist redundant hier. Alle warten länger ab, sonst würden sie es natürlich auch nicht kriegen, den Käse. Also die kritische Zeit, 4 Sekunden, wird sehr schnell erreicht. Ja. So, und das ist jetzt nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Man könnte ja einfach warten und nicht mehr längere Wege wählen. Also das könnten Sie auch übersetzen in Anzahl Knöpfe drücken. Ja. Die mittlere Weglänge nimmt auch zu, und zwar auch unabhängig vom magischen Glauben. Hier haben wir einen Gruppenunterschied, aber ich möchte nicht wahnsinnig darauf jetzt eingehen. Man kann es auf zwei Seiten formulieren. Sie sehen, dass die Abergläubischen viel weniger mal nacheinander den gleichen Weg gehen. Oder die probieren etwas aus und dann probieren sie schon etwas anderes aus. Hingegen die Skeptiker oder die Weniggläubigen, die, wenn die mal was ausprobiert haben und erfolgreich waren, dann probieren sie es nochmals aus, nochmals, nochmals. Man könnte fast sagen, die sind ein bisschen klebrig, die sind ein bisschen perseverativ. Also um das jetzt mal auch negativ zu formulieren. Ich habe vorhin eine Diskussion gehabt draußen, das ist eigentlich interessant, wir zeigen immer, wo Gläubige, also wir haben das jedenfalls gemacht, wo die irgendwie im Denken vielleicht nicht so ganz optimal angepasst sind. Aber es gibt vielleicht auch, sollten wir auch mal gucken, so ein hartgesottener Skeptiker, der überhaupt gar nichts glaubt, der ist auch ein bisschen auffällig. So, jetzt zur Analyse des Fragebogens, dieser zwei Fragebogen. Die nicht sehr abergläubischen Versuchspersonen haben einiges ausprobiert und nachher wieder verworfen, aber praktisch nichts, einfach bloß ohne es ausprobiert zu haben, geglaubt. Also das gibt es bei denen fast nicht. Und die Abergläubischen, und hier diese Interaktion im statistischen Sinne ist hochsignifikant, die haben praktisch gleich viel einfach so geglaubt, ohne Evidenz, wie sie auch ausprobiert haben, motorisch, und nachher wieder verworfen. Das heißt eigentlich, dass
jetzt in diesem Sinne Aberglaube oder Glaube ans Übersinnliche eben einhergeht mit einer erhöhten Bereitschaft, Bezüge zu sehen zwischen diesem motorischen Verhalten, zwischen der Außenwelt und der eigenen Person. Jetzt evolutionsmäßig könnten Sie sagen, dieses immer Sehen von Bedeutung oder Bezüge sehen, das hat natürlich seine Vorteile. Wenn Sie jetzt ein Szenario sich überlegen, der Mensch kommt gerade so runter von den Bäumen und tut sich in der Savanne ausbreiten und dort ist das Gras, das so hin und her weht und da versteckt sich aber auch der Säbelzahntiger mit dem gestreiften Fell, möchte den Menschen fressen und so weiter. Und jetzt gibt es zwei Arten von dieses Gras anschauen. Ja, Sie können irgendwie Chaos sehen in Ordnung, also Ordnung wäre das gestreifte Tigerfell, oder? Das ist die Gefahr. Wenn Sie das nicht sehen, die Gefahr, wenn Sie da einfach nur Chaos sehen, nicht, dann werden Sie sofort gefressen. Sie können in Ihre Gene nicht weitergehen. Das ist nicht ein guter Fehler. Oder? Es gibt einen anderen Fehler. Sie können einfach immer überall Tiger sehen, ja, im Gras. Das ist auch falsch. Aber das ist evolutionsbiologisch. Wird das nicht so hart bestraft. Im Gegenteil, das hält sie fit, oder? Sie rennen immer ein bisschen rum und so. Ich glaube, dahinter versteckt sich der Preis, dieses zu viel Sehen, dafür, dass wir eben auf der Hut sind und eben Gefahren auch erkennen. Das ist jetzt ein sehr weiter Sprung von diesem Computerexperiment, aber es ist ja auch nur ein Experiment, das ich Ihnen hier vorgestellt habe. In der Psychologie haben wir dieses Kontinuum von Ordnung, Chaos, haben wir nicht unbedingt so senkrecht, wie ich es vorhin gezeigt habe, sondern auf einem horizontalen Kontinuum. Wir sprechen von der Signalentdeckungstheorie, die wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Da geht es darum, das Verhalten zu studieren von Menschen, wenn sie ein Signal entdecken müssen im Rauschen, also jetzt ganz typischerweise am Radarschirm. Da können Sie auch zwei Fehler machen als Soldat, der am Radarschirm sitzt. Sie können im Prinzip überall denken, ach so, ich muss jetzt drücken, da kommt ein Flugzeuggeschwader rein und so. Dann haben Sie sehr schnell verspielt mit Ihren Kollegen, die dann da in die Luftabwehr, also den Himmel müssen und so. Und es ist einfach immer nichts gewesen. Oder Sie können auch so lange zuwarten, bis das Flugzeug schon so deutlich auf dem Radarschirm ist. Dann ist es zu spät. Oder? Es gibt also immer Fehler, wenn Sie entscheiden müssen in Situationen der Verrauschung, wo Sie nicht klar ein Signal haben, einfach, ich Ihnen da etwas zeige, also, wenn es dämmerig ist. Das kennen Sie vielleicht, die meisten. Den Dalmatiner, ja, wer kennt den nicht, den Dalmatiner? Dann zeige ich Ihnen jetzt kennen Sie ihn dann und jetzt werden Sie ihn immer kennen, jetzt gucken Sie hin, da ist er, haben Sie ihn gesehen? Ich sage Ihnen nochmals, jetzt ist es zu spät, jetzt sehen Sie ihn wahrscheinlich immer. Gehe ich wieder zurück, so, Sie können ihn gar nicht mehr nicht sehen. Oder? Das ist auch so ein Beispiel, wenn man den nicht sieht, dann begeht man einen Fehler in dieser Signalentdeckungstheorie, das nennt man Fehlertyp 2. Fehlertyp 1 ist das Umgekehrte, wenn Sie eben Dinge sehen, na gut, alle machen jetzt diesen Fehlertyp 1 und sehen hier das Gesicht. Ja. Das ist das Face on Mars, da gibt es, glaube ich, 11 Bücher dazu. Ja. Oder ist es Mars oder Venus? Ja, das ist, ja. Wer kennt das? Sie müssen jetzt aufpassen, das ist nicht falsch. Das ist on Mars, oder? Ja, das Gesicht auf Mars. Das sieht bemerkenswert nicht gesichtsähnlich aus heute, weil da ein Sandsturm drüber ging unterdessen. Sieht schrecklich aus jetzt. Aber damals hat das eben von Voyager, glaube ich, fotografiert. Hat das dermaßen überzeugend ausgesehen wie ein Gesicht. Eben, Sie sehen es wahrscheinlich alle. Ich sehe sogar noch einen weiblichen Torso um 90 Grad gedreht, der zum Kopf passen würde hier. Das habe ich jetzt in keinem dieser Bücher gesehen, aber ich habe es vielleicht zu wenig genau gelesen. Also jedenfalls können wir hier einfach so viel reinsehen und vor allem folgern dann. Oder wenn wir dann folgen, dass es Leben auf dem Mars gibt, menschenähnliches Leben, dann ist das ein typischer Typ 1-Fehler.
das kleine Spermium dort mit dem Männchen drin, das sehen Sie jetzt wahrscheinlich kaum, Präformationstheorie, es ist total interessant, wenn man die Originalpublikationen dort nachliest, wo das Mikroskop erfunden worden ist, das waren relativ schlechte Geräte und man hat dann behauptet, im Protoplasma des Spermiums eben so kleine Männchen, die sich da kauern, das waren dann typischerweise Männchen, ich weiß auch nicht, wo die Weibchen dann herkommen, haben die Leute wissenschaftliche Abhandlungen darüber geschrieben, wie das Menschlein dort dann reinkommt und wie sich das dort formt. Und wir lachen heute, das nehmen wir gar nicht mehr ernst, aber mein Punkt ist eigentlich, ich mache jede Wette, wir haben heutzutage auch solche Abhandlungen über irgendwelche Dinge, die man in 100 Jahren dann sagt, mein Gott, das ist wie peinlich, oder, dass die so glauben konnten. Ich gebe zwei Beispiele von diesen Fehlern Typ 2 und Typ 1. Sehen Sie die Ähnlichkeit hier? Die Frage ist eine überzufällige Ähnlichkeit zwischen diesen Kurven. Und die Abstände sind, glaube ich, in 1000 Kilometern. Und also die Korrelation ist enorm hoch. Und wenn Sie das drehen, dann sticht es heutzutage sofort ins Auge, dass das eine eben die Küstenumrisse von Südamerika sind, die andere von Afrika, das passte mal zusammen, das weiß heute fast jedes Kindergartenkind. Aber damals, als Alfred Wegener diese Kontinentaldrift-Theorie entwickelte und sagte, die Kontinente sind mal zusammen gewesen und dann irgendwie so auseinandergedriftet, hat man gesagt, der gute Mann spinnt, oder? Der sieht da Muster, die gar nicht da sind. Also die Leute, die ihm nicht geglaubt haben, und das war die Community der Geologie, die hat ihm 50 Jahre oder mehr nicht geglaubt. Die haben gesagt, der liest da etwas rein, das gar nicht da ist. Weil sie nicht fassen konnten, dass es so einen Mechanismus gibt, tektonisch, der so große Massen auf dem Meer auseinandertreiben lassen könnte. Aber dann kam die Converging Evidence aus unterschiedlichsten Gebieten, auch der Paläontologie, der Biologie, die Neuweltaffen, die Altweltaffen, dass man gesehen hat, dass sich auf gewissen Kontinenten die Tiere so entwickelt haben, auf den anderen anders, konnte man sogar berechnen, wann ungefähr dieser Drift stattgefunden haben musste und so weiter. Und diese Verleugnung des Kontinentaldrifts durch die Kollegen von Alfred Wegener, das ist ein typischer, eben so ein Typ 2 Fehler. Ja. Dann, bevor ich zum pseudowissenschaftlichen Erkennen komme, das ist dann während eben dieses menschenähnliche Leben auf dem Mars, vielleicht so etwas dazwischen, der berühmte Traum von Kekulé, des Chemikers, der zum ersten Mal die Ringform von Kohlenwasserstoffen im Falle des Benzols beschrieben hat. Die Anekdote will es, dass er das aufgrund eines Traums gemacht hat, eines Traums, dass eine Schlange sich eben in den Schwanz gebissen hat. Dann hat er gedacht, aufstehen, niederschreiben, vielleicht gibt es ringförmige Kohlenwasserstoffe. Also wenn es nicht stimmt, dann ist es gut erfunden und es zeigt das Prinzip. Assoziationen, auch wenn sie überhaupt nichts mit dem Arbeitsgebiet vielleicht zu tun haben, können hilfreich sein. Das wäre ein hochkreatives Beispiel, wird auch immer in Büchern von Kreativität zur Kreativität eben zitiert. Es ist sicher nicht pseudowissenschaftlich. Ja. So, jetzt endlich wieder zurück zum Glaube an paranormale Phänomene. 1994 hat die Sue Blackmore und eine Mitarbeiterin hat in Großbritannien ein Experiment gemacht. Die hat Versuchspersonen verrauschte Fotografien gezeigt. Ich zeige hier ein Beispiel. Sehen Sie schon, was da drauf ist? Also selbst vom Scannen her ist selbst mein bestes Bild ist nicht so wahnsinnig gut, aber ich glaube, man sieht es, oder? Es sollten Schafe sein, 5 oder 6. Und jetzt ging es darum, möglichst rasch zu erkennen, was da ist. Oder? Und die Forscherinnen hatten protokolliert, wann die Versuchsperson zu raten beginnt und ob es natürlich dann auch richtig ist. Ja? Und was der Befund war, also ich muss noch sagen, die hat auch zwei Gruppen von Gläubigen an außersinnliche Wahrnehmung gebildet, aufgrund von Fragebogen. Und sie hat gemerkt, dass diejenigen, die an außersinnliche Wahrnehmung glauben,
die fangen viel früher an zu raten. Die sagen also zum Beispiel, oh ja, so eine Blumenvase, ich sehe da eine Blumenvase. Und, aber sie waren nicht korrekter. Also sie haben eine erniedrigte Schwelle, mit Raten voranzukommen. Das könnte kreativ sein. Oder? Es wird ja nicht bestraft. Es wird nicht gesagt, die falschen Antworten geben Abzug. Das wäre eine ganz andere Situation. So, wir haben ein Jahr vorher Folgendes gemacht. Keine Schafe und so, sondern computergenerierte Zufallsmuster. Ein bisschen Neuro wieder. Wir haben es links und rechts ins Gesichtsfeld projiziert für 50 Millisekunden. Alles, was Sie, wenn Sie gerade ausgucken, wenn ich den Beamer da fixiere, ist alles, was da drüben ist, geht in dieses Hirn, in diese Hirnhälfte. Alles, was da drüben ist, geht in diese Hirnhälfte. Das ist wegen der Überkreuzung der Sehbahnen ist das der Fall. So konnten wir schließen über die Bereitschaft der beiden Hemisphären, Bedeutung zu sehen in zufälligen Mustern. Das waren allesamt computergenerierte Zufallsmuster. Da hat es nie was drin versteckt gehabt. Ja. Wir haben aber den Versuchspersonen gesagt, damals waren die Ethikkomitees noch nicht so streng, haben gesagt, also ab und zu ist dann da auch was versteckt und so, du musst einen Knopf so rasch drücken als möglich, wann immer du etwas Bedeutungsvolles siehst. Ja. Und wir werden nie fragen, was du siehst, aber du musst den Knopf drücken. Ja. Was wir gefunden haben, und das hat jetzt nichts mit Gläubigkeit zu tun, also jedenfalls nicht direkt, ist, dass im linken Gesichtsfeld, rechte Hemisphäre, also nach links Gesichtsfeld Expositionen, die Bereitschaft, den Knopf zu drücken, viel höher war als nach rechts Gesichtsfeld Präsentationen. Das ist unterdessen repliziert worden. Wir haben das selber repliziert mit Rohrschachklecksen. Wir haben zum absoluten Abscheu der Rorschachianer haben wir die Rorschachflecken genommen und sie für Millisekunden lateralisiert präsentiert, oder? Und haben dann die erste verbale Assoziation gefragt. Und sie assoziieren mehr zu den Rorschach-Inkplotten, also von mir aus gesehen, von Ihnen aus. Und da tun sie für das genau gleiche Muster mehr assoziieren als zu denen da ins linke Hirn. Die rechte Hemisphäre hat eine Bereitschaft, eine erhöhte Bereitschaft anzuspringen und überall Bedeutung zu sehen. Und wenn Sie jetzt fragen, auf einer ganz simplen 6-Stufen-Skala, ich bin überzeugt, dass es außersinnliche Wahrnehmung, also Telepathie, Hellsehen, Präkognition, Voraussehen von Ereignissen gibt oder nicht, wenn Sie das korrelieren, diese einfache Einstufung hier zu den Anzahl Knopf drücken, dann sehen Sie, je mehr jemand glaubt auf dieser einfachen Skala, desto häufiger drückt er oder sie, das waren glaube ich alles Männer, drückt den Knopf, ja, es waren rechtshändige Männer. Also es besteht eine Abhängigkeit zwischen der Bereitschaft, in visuellen Mustern Bedeutung zu sehen und der Bereitschaft, da kommen wir dann dazu, warum glaubt jemand an Außersinnliches? Wahrscheinlich, weil er Zufälle eben als bedeutungsvoll interpretiert. Das ist die Idee. Aber wenn jetzt diese Leute, diese Paranormalgläubigen oder diese magisch Denkenden, wenn die da mehr Dinge sehen in diesen Zufallsmustern, sind die dann nicht einfach kreativer als die Ungläubigen? Die Antwort ist ein klares Jein, weil wir, wenn wir von Kreativität sprechen, müssen wir unterscheiden zwischen zwei Kreativitätarten, nämlich divergentem Denken und konvergentem Denken. Divergentes Denken ist das Expandieren können, das von einem Gedanken ausgehen und vom Hölzchen zum Stöckchen kommen, so ein bisschen jetzt negativ vielleicht ausgedrückt, während konvergieren können eigentlich die Fähigkeit ist, etwas auf den Punkt bringen zu können. Ja, sie haben verschiedene Dinge und kriegen es dann auf den Punkt. Und in der Parapsychologie hat meines Erachtens gekrankt oder krankt immer noch, insofern es sie wirklich noch gibt, daran, dass sie sehr assoziativ ist. Sehr viele Phänomene, über sehr viele Phänomene berichtet, aber die Fähigkeit nicht findet, eine Theorie für diese Phänomene, die allumfassend wäre
und an bestehende Theorien anknüpft, eben zu erstellen. Sie kann die Sachen nicht auf den Punkt bringen. Wir haben wieder hier dieses Beispiel, das wäre divergent und konvergent, oder? Wegener musste zuerst einmal so kreativ sein und die Ähnlichkeit überhaupt bemerken. Das haben andere auch vor ihm. Abraham Ortelius hat das ungefähr, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte vor Wegener auch entdeckt, aber er war ein Mönch und hat das dann mit der biblischen Flut erklärt. Die Texte sind, das ist ein Nature Paper, sind gefunden worden. Er hat argumentiert, dass die Flut, die biblische, auf der ganzen Welt gleichermaßen angestiegen ist und dachte dann, dass das eine Erklärung wäre für die Gleichheit. Also er hat die Ähnlichkeit gesehen, er hat divergiert, wie der Alfred Wegener, aber er konnte es nicht, zurück auf den Punkt, er konnte es nicht anknüpfen an die Scientific Community als Großes. Ja. Und nur divergent ist dann eben dieses Bilder sehen in Dingen, die sich dann später einfach nicht bestätigen, dass sie irgendwie eine Bedeutung haben im objektiven Sinne. So, und jetzt gibt es auch in der kognitiven Psychologie zwei Testverfahren für divergentes Denken. Eines, das misst dieses Expandieren können. Die Aufgabe ist, Sie haben ein Wort, Straße in dem Beispiel, und dann sind unten auch noch drei. Also in Wirklichkeit sind es fünf, aber ich mache jetzt das Beispiel mit drei. Weg, Pfad, Allee. Die Aufgabe der Versuchsperson ist, alles anzukreuzen oder einen Kreis rumzumachen, das praktisch so ungefähr das Gleiche heißt wie Straße. Ja. Sie können also null Kreise haben oder drei Kreise hier. Sie können sagen, ja, Weg und Straße, das ist also wirklich das Gleiche, Allee vielleicht auch, Pfad nicht. Und das ist also sehr subjektiv. Ja. Und es gibt im wirklichen Test gibt es 20 solche Beispiele und fünf Alternativen. Sie können also dann zwischen 100 und 0 Kreisen haben. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, da seien wir großzügig, Pfad ist auch Straße. Und die finden alle, wir sind ja eine große Familie, oder? Ganz, ganz undifferenziertes, vielleicht Sprachverständnis, könnte man sagen. Und andere sagen, also wenn es ein Wort gibt, das so heißt, und ein anderes, das anders heißt, dann ist es nicht das Gleiche. Die sind dann unheimlich pingelig. Ja. Die haben dann Nullkreise. Konvergieren, ich möchte Sie konvergieren lassen, Ihre konvergente Kreativität testen. Kuchen, Bohne, Tee. Ihre Aufgabe ist, ein viertes Wort zu finden, das diese drei zusammenbringt, ist ziemlich einfach jetzt da. Sie dürfen es alle miteinander rufen, dann sieht man nicht, wer nichts ruft. Nein, da haben wir Lösungsvorschläge. Kaffee habe ich jetzt rausgehört. Da gibt es im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Sie haben jetzt Lebensmittel, ist auch, wäre nicht falsch, oder? Aber Kaffee, oder? Im Nachhinein ist schon, oder? Leuchtet Kaffee ein, oder? Es ist Kaffee. Fertig. Ich sage jetzt einfach, ich definiere Kaffee als richtig. Ja. Es ist uns vorgekommen bei diesem Test, dass wirklich die eine Versuchsperson vielleicht mal etwas gefunden hat, das uns fast noch mehr eingeleuchtet hat, als das, was eben der Test eigentlich vorsieht. Ja. So, wollen Sie noch ein bisschen üben? Vulkan, Gefängnis, Wut. Auch noch, es gibt so drei Schwierigkeitsstufen, also arbiträr, aber ich zeige es Ihnen und dann sagen Sie alle, ach ja, hätte ich es doch gerufen. Geist, Post, Korken, Flasche, super. Ja. Und das ist jetzt sehr schwer, das findet niemand. Ein Stauraum, ist ein bisschen gesucht vielleicht. Aber so ist es, oder? Also das wären so ein bisschen Beispiele. So, wir haben das vielen, vielen Leuten gegeben und zwar ist das ein Freidenker, heute freidenkender Mensch, Andreas Kiriakou, hat dieses Experiment gemacht. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben das immer noch in Vorbereitung, das ist schon, ich weiß nicht wie viele Jahre her. Wir haben das Leuten gegeben, und zwar nicht Studenten, also nicht nur Studenten, Personen, also Frauen, Männer von verschiedenen Berufen. Und wir haben diese beiden Tests gegeben und gefunden, dass die magisch Denkenden, wenn man jetzt wieder
am Median trennt auf diesen beiden Skalen. Die haben sehr viele Kreise, also die divergieren eben in unserem Modell, und sie haben aber sehr viel weniger Wörter gefunden als die Skeptischen. Die Skeptischen sind vorsichtiger, es sind wenig Kreise, es ist nicht das gleiche Weg wie Straße. Dafür finden Sie ein bisschen mehr den Kaffee zu diesen Bohnen, Kuchen und Tee. Das ist ein ziemlich klarer Effekt. Und bei mir ist oft so, je besser das Resultat, desto besser möchte ich es publizieren. Nicht nur irgendwo in einer Zeitschrift, sondern irgendwo sehr gut. Und dann kommt es nie, weil ich irgendwie dann nie die Zeit habe, um das aufzuschreiben. Jetzt kommen wir in den Alltag zurück. Ich habe vorhin gesagt, dieses Sehen von Bedeutung in Zufallsmustern, also im optischen, im physikalischen Sinne, im visuellen Wahrnehmungssinne, hat etwas zu tun mit dem Sehen von Bedeutung in Ereignissen. Ja? Semantisches Rauschen, taufe ich jetzt das, was alles passiert. Oder es gibt also Semantik, die Lehre von den von der Bedeutung, und wir nehmen jetzt mal dieses Beispiel vom Männchen, das da schläft und träumt, es würde ein rotes Auto gewinnen in einem Wettbewerb. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass am nächsten Tag nimmt er an einem Wettbewerb teil und gewinnt dann tatsächlich ein rotes Auto. Und das ist jetzt natürlich, das wäre ein Typ-2-Fehler, wenn wir da nicht eine Ähnlichkeit sehen würden. Also Sie können frei denken, wie Sie wollen, wenn das, vor allem wenn es dann Nacht für Nacht passiert, da würden auch Sie anfangen zu glauben, dass es da prophetische Träume gibt. Oder? Aber es ist eben so, dass in der wirklichen Welt passiert sowas leider oder Gott sei Dank, ich weiß auch nicht, nicht so häufig. Der Traum ist der gleiche, aber was häufig passiert, ist dann, dass etwas Ähnliches passiert. Ja, Sie lachen jetzt, aber ich kenne einige Leute, die würden schwören, dass das kein Zufall ist. Die würden argumentieren, ja, Auto und Fahrrad, das ist ja alles das Gleiche, oder? Die würden da Kreischen rummachen in diesem Divergenztest. Und sie würden sagen, rot und grün, das sind, was ist näher verwandt als diese zwei Komplementärfarben? Und ob etwas gewonnen ist oder gestohlen im Leben, also seien wir nicht so pingelig, ja? Die würden das dermaßen eng sehen, eng verwandt, dass die sagen, das kann kein Zufall sein. Während jemand, der eben diese assoziative Breite nicht hat, eben weniger dazu neigt, eine Koinzidenz auch als bedeutungsvoll zu sehen. So, und jetzt kommt ein bisschen der Neuroteil, der grobe Neuroteil, die Rolle der rechten Hemisphäre. Muss ich vielleicht so eine Textbuch-Darstellung der linken Hemisphäre zeigen, was die für Aufgaben hat, eben in gängigen Textbüchern? Das ist so ein bisschen der Gary Larson hier, der alles, dem allem einen Namen gibt. Oder? Das Shirt, der Tree und so, es ist halt Englisch, ist egal. Dog, Cat, das ist eine ganz rudimentäre Eigenschaft der Sprache, dieses den Dingen einen Namen geben. Und also das stimmt schon. Ja? Aber es ist nicht so, dass die rechte Hirnhälfte zur Sprachverarbeitung nicht genauso viel beitragen würde als die linke. Aber das ist irgendwie nicht so in den Textbüchern. Und man kann aber zeigen mit neuropsychologischen Methoden, dass die rechte Hemisphäre sogar spezialisiert ist und dominant ist über die linke, wenn es darum geht, Bezüge zu sehen. Und zwar Bezüge, nicht jetzt unbedingt Dog und Cat oder Door und House. Das ist trivial, das sind Trivialbezüge. Aber wenn Sie so Sachen, die sind auch noch linkshemisphärisch, linke Hemisphäre LH, prozessiert. Aber wenn es um das Shirt, den Tree geht, wenn sich noch etwas dazwischen fügt, das die
verbindet. Sie sehen wieder, das ist ein Kreativitätstest, wo eben etwas gefunden werden muss, das zwei Sachen zusammenbringt. Dieses indirekte Assoziieren, das kann man zeigen mit neuropsychologischen Verhaltensmethoden oder auch in der Bildgebung, dass dort eben viel, viel mehr passiert hier drinnen. So, und jetzt ist unser Modell, das neuropsychologisch informierte Modell der Gläubigkeit an außersinnliche oder magische Bezüge, geht eben so, dass aus irgendeinem Grund, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich auch nichts zu Starkes sage, aber die linke Hemisphäre, ich sage jetzt nicht, dass die irgendwie eine Läsion hätte oder einen Schaden, und doch komme ich nicht drum herum zu sagen, dass die Balance zwischen linkem und rechtem Gehirn eben bei Gläubigen und Skeptikern einfach anders organisiert ist. Ja. Man kann zeigen, und das haben wir gezeigt, und haben auch andere gezeigt, dass bei abergläubischen Versuchspersonen die Inzidenz von Linkshändern höher ist als bei Skeptikern. Also wenn Sie wirklich Tausende von Leuten fragen. Im Bereich der räumlichen Orientierung haben wir sehr viele Experimente gemacht, die zum Teil fast exotisch sich anhören. Da mussten Leute, wurden also blindfolded, also blind gemacht, mit einem Tuch, ja, und da mussten sie geradeaus gehen. Und dann haben wir geguckt, man weicht ja ab, man muss irgendwo abweichen, ob man nach links oder nach rechts abweicht. Je weiter sie nach links abweichen, desto mehr glauben sie an seltsame Bezüge wie Träume und dann passiert es. Oder sie lesen die Gedanken von anderen und so weiter. Oder wenn sie nur schon mit der Hand eine Linie, die Mitte markieren müssen, weichen die Gläubigen mehr nach links ab als die Skeptiker. Und das passt alles zu einem übermäßigen Arbeiten der rechten Hemisphäre auf Kosten der linken. Es geht immer, es ist alles relativ. Ich will das auch nicht werten, aber es ist einfach eine Korrelation, die klar replizierbar da ist. Und im Bereich der Sprachverarbeitung, dass man eben in Sprachdominanztests, die man in der Neuropsychologie braucht, vor allem wenn ein Linkshänder zum Beispiel kommt, bei Linkshändern ist die Sprache nicht so klar lateralisiert in die linke Hemisphäre, ist mehr bilateral angelegt, und wenn Sie jetzt einen rechtsanterioren Tumor haben, also einen Patienten mit einem rechtsanterioren Tumor und er ist Linkshänder, dann müssen wir routinemäßig dort die Sprachdominanz erfassen. Mit diesen Methoden, wenn wir das bei gesunden Leuten machen, dann sehen wir auch, dass je magischer jemand ist, je mehr er ans Paranormale glaubt, desto weniger stark ist die Sprachkompetenz der linken Hemisphäre überlassen. Was eben im Modell zeigen würde, dass die Rechtshemisphärenüberlegenheit für das weite Assoziieren in viel, viel mehr Dinge als direkt nah verknüpft sehen lässt. So, das nenne ich dann eben auch das Janusgesicht des Glaubens ans Außersinnliche. Einerseits, das hat ein bisschen so einen evolutiven Vorteil, wenn Sie sehr viel assoziieren, wenn Sie mehr sehen als andere, dann nennt man das kreativ. Ja? Ein weites Assoziieren, aber es ist trotzdem, wenn es kreativ ist, solange es kreativ ist, ist es nicht einfach ungebremst. Ja? Es ist ein bisschen kontrolliert. Aber wenn es nicht mehr kontrolliert ist, dann haben Sie dann eben Schizophrene zum Beispiel, schizophrene Formen des Wahns, Sie haben Verlust des Realitätsbewusstseins, Sie fühlen sich bedroht durch irgendetwas, Sie sehen Bedeutung überall, das ist dann überwältigend, da ist keine Kontrolle mehr da, und man weiß von schizophrenen Patienten, dass die, wenn sie unmediziert sind, eben auch keine Dominanz der linken Hemisphäre haben für einfache Sprachaufgaben. Die Neuropsychologie des Glaubens, was ich Ihnen so ein bisschen vermitteln wollte jetzt, ist ein Überblick über die
ja, die letzten zwei Dekaden, was wir da ein bisschen verfolgt haben in Zürich, es ist also nicht einfach so ein Luxusgebiet, das wird so komisches, exotisches Hobby, sondern es verbindet eigentlich die Kreativitätsforschung, also die Forschung wirklich von den höchst entwickelten Funktionen im menschlichen Gehirn mit eben neuropsychiatrischen Inhalten. Und ich könnte eigentlich kaum mit etwas Besserem endigen als mit diesem Wort eines Neuropsychiaters, Manfred Spitzer, kennen wahrscheinlich alle: Erzeugten wir nicht ständig Sinn, wären wir zum Wahnsinn gar nicht fähig. Das gehört zusammen, die Sinnsuche und das ein bisschen zu viel des Sinnes, der Wahnsinn, das gehört zusammen. Ich danke diesen Leuten, davon habe ich gemerkt im Zug heute, wo ich die Folien nochmals angeschaut habe, 3 sind in Basel hier. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören.